Ja, ich arbeite ja seit einem guten Jahr frickelig so ein bisschen mit Fotogrammetrie rum. Ich habe hier bloß vorhin noch mal so ein paar Bilder zusammenkopiert und ist also nicht richtig vorbereitet. Bitte da um Nachsicht. Wie gesagt, ist so seit einem Jahr ja, experimentiere ich mit Fotogrammetrie. Und da wollte ich mal so ein bisschen drüber erzählen und vielleicht mal wissen, ob ich da mal ein bisschen ausführlichere Sachen vorbereiten soll. Wird halt relativ schnell etwas kompliziert, aber ich finde es eigentlich sehr interessant. Ja, worum geht es eigentlich? Fotogrammetrie, das ist so ein ganzer Methodensatz zur Gewinnung von Informationen über die Lage oder Form von Objekten. Ganz allgemein gesagt, ist entstanden ursprünglich so zur ja, Vermessung so von Luftbildern und wurde dann eben abgewandelt auch zur Vermessung im Nahbereich. Inzwischen gibt es eben auch viele Sachen Richtung Computer Vision, also ja, dass man Szenen direkt in den Rechner kriegt, sind so verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Und ja, das ist halt ein ziemlich interessantes Verfahren. Ich muss mal kurz gucken, wie ich hier anfange. Ja, also worum geht's? Man will irgendwie Informationen über ja, Objekte haben. Fangen wir mal an, einfach ja, über die Lage von Objekten. Das ist so das Einfachste. So, und das Grundprinzip besteht dann darin, dass man Bilder von diesen Objekten macht. Also man hat eine Kamera, macht ein oder normalerweise mehrere Bilder und wertet diese dann aus. So, und für diese Auswertung braucht man zunächst erstmal ein Kameramodell. Das ist eigentlich im Allgemeinen Zentralprojektion, also Punktkamera, und bildet halt einen Punkt im Raum auf eine Bildebene ab. Sieht in der Formel dann sehr einfach aus. Das ist im Prinzip eigentlich bloß eine Verschiebung und eine Drehung in die Kamerakoordinatensystem. Braucht man jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das ist wie gesagt bloß zusammengeklaut. Aber das Grundmodell ist eigentlich erstmal relativ einfach, bildet halt irgendeinen Punkt im Raum auf den Bildsensor ab. Und dieses Kameramodell, das kann man dann eben auch noch erweitern, dass man da sämtliche Kamera, ja, Aberrationen, Verzeichnungen und sowas alles mit ja, mit abbilden kann. Also, wenn man das ein bisschen aufbohrt, dann kann man da auch wirklich einen Großteil aller wirklich relevanten Kamera, Fehleigenschaften mit abbilden. Und ja, das heißt, ich hatte ja gesagt, man nimmt jetzt einen ganzen Stapel von Bildern auf von irgendeinem Objekt und damit muss man jetzt Operationen machen. Um mehrere Bilder zu verknüpfen, brauche ich irgendwie Informationen in verschiedenen Bildern, die ich verknüpfen kann. Also ich muss Objekte erkennen in verschiedenen Bildern. Oh, bitte lauter, also. Und so, also um diese Bilder verknüpfen zu können, muss ich in den Bildern Objekte finden, die ich identifizieren kann. Das heißt, ich muss denen in verschiedenen Bildern quasi sagen, okay, das ist Objekt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Und dann muss ich denen auch eine Position im Bild zuordnen können. Das kann man zum Beispiel automatisch machen, wenn man irgendwie ein Bild, sag mal man fährt durch die Straßen irgendwie, macht ein Bild von Häusern und so, da hat man viele charakteristische Punkte. Es gibt Software, die sowas da automatisch raussucht, wo so starke Eckpunkte und sowas sind. Im technischen Bereich ist das von der Qualität nicht ausreichend. Da nimmt man meistens, hilft man etwas nach und platziert so eine Marken in der Form hier auf einer Szene, auf einem Objekt, klebt die irgendwo dran. Und jetzt kann man dann mit Bildverarbeitung darauf loslassen und diese in den Bildern detektieren. Also das sind so mögliche Marken hier, die
die es gibt, in irgendwelchen, meistens irgendwelche Kreismarken. Kreismarken sind, haben besonders gute Eigenschaften oder sind sehr unempfindlich gegen Störungen. Und dann irgendein Code drumherum, ob hier so Punktcode oder hier irgendwelche Punkt oder eben hier Strichcodes. So, und die platziert man eben im Bild. Und dann bestimmt man diese Punkte und muss die jetzt identifizieren. Hier geschieht zum Beispiel diese Identifikation, also welcher Punkt welcher ist, anhand dieser charakteristischen 5 Punkte. Das ist so ein Muster, was man immer irgendwie identifizieren kann. Und solange diese 5 Punkte im Bild sind, kann ich quasi diese anderen Punkte alle an ihrer Position in so einem Raster identifizieren. Andere Variante ist zum Beispiel hier, da hat man eben so einen Ringcode drum. Da steht quasi die Nummer direkt drin. Das hat den Vorteil, hier kann ich jetzt auch so eine 3D-Struktur anbringen. Ich kann die, oder könnte die hier an die Seite von diesem Würfel kleben und es würde immer noch funktionieren. Hier ist so eine Voraussetzung, dass das auf einer Ebene ist. Also da gibt es etliche Varianten, wie man diese Punkte da denn identifizierbar macht. Wichtig ist eben diese Art der Punkte. Man sieht hier schon bei so einem Bild, wenn man da so schräg drauf guckt, werden die im Rand so ein bisschen unscharf. In der Mitte sind sie scharf und hier vorne wird es seltsam. Ja, und wenn man dann im Nahbereich guckt, die Frage ist dann, wo ist so zum Beispiel diese zentrale Ellipse hier bei diesen Marken so, ja? Wo ist wirklich dieser Punkt, der die Position hinterher macht? Wo fängt, hört diese Marke auf und wo fängt dieser Ringcode an? Also, und das ist eigentlich dann so ein bisschen der Trick, da passende Marken zu finden, die man auch aus verschiedenen Entfernungen, die man ja variieren will, erkennen kann, unabhängig von der Rotierung sind, also ob ich die Kamera drehe, unabhängig davon, wie die Beleuchtung ist, da sollen die möglichst robust sein. Auch Kameraverzeichnungen und sowas dürfen halt das Muster nicht unverkennbar verzerren und so weiter. Das ist so ein bisschen, aber diese Kreismarken sind da eben sehr häufig. So, das heißt, ich bestimme jetzt von so einem Bild, das ist jetzt, sind jetzt einfache Aufnahmen, mal ohne Kontext. Man braucht auch nicht so viele Marken, um so eine Position zu erkennen. So, das heißt, da bestimmt man jetzt diese Position im Bild von diesen ganzen Punkten und ordnet jeder Marke so eine 3D-Position im Raum zu. Ja, also X, Y, Z hat man 3 Parameter und das verknüpft man jetzt hier mit dem Kameramodell. Also man nimmt diese Position im Bild, die zugeordnete 3D-Position im Raum, das Kameramodell der Abbildung und hier kommt dann quasi für so ein Gleichungssystem auch noch die Kameraposition im Raum rein. Und eventuell noch irgendwelche Randbedingungen, wenn ich irgendwie weiß, dass Punkte auf einer Ebene liegen, kann man das mit reinnehmen, weiß der Teufel. Das Ganze wird verknüpft zu einem Gleichungssystem, dummerweise nicht linear. Und dieses Teil muss man dann halt lösen und damit fallen eigentlich hinterher sämtliche unbekannten Parameter heraus. Und das ist so die optimistische Variante davon. Also das ist eigentlich ein ziemlich tolles Verfahren, wo man eben wirklich sehr viele Parameter bestimmen kann. Wenn ich so eine Aufnahme dann mache, ich kann die Informationen über die Kamera bestimmen, also die internen Eigenschaften der Kamera, wie ist das Abbildungsmodell, ja, welche Parameter habe ich dafür. Ich kann bestimmen, wo die Kamera ist, wo habe ich die hin positioniert. Ich kann gucken, wo befinden sich meine Marken im Raum. Und das Schöne ist, je nachdem, welche dieser Teil, wenn ich jetzt Teilinformationen schon habe, dann bringe ich die einfach als konstant in dieses Gleichungssystem und kann damit eben andere Sachen bestimmen. Zum Beispiel, wenn ich eben erst die Kamera kalibriert habe, dann kenne ich die Kamera. Und danach kann ich dann einfach damit messen, wo befindet sich mein Objekt, wo befindet sich die Kamera. Und so eine Sache. Das ist immer so ein Wechselspiel, so ein Hin und Her, was man damit machen kann, ohne jetzt generell das Verfahren komplett umzustellen. Das ist dann eigentlich ziemlich nett. Das Problem an der Sache ist, dass es eben nicht lineares Gleichungssystem ist und die ein bisschen eklig werden können. Man braucht immer sehr gute Startwerte und da ist dann ehrlich gesagt so das Geheimnis von dem gesamten Verfahren. Man kann das nicht einfach so alles zusammenschmeißen, sondern man muss manchmal so in mehreren Schritten erst dies bestimmen, dann das andere, um Näherungswert zu bekommen und dann das nächste.
so dieses Grundverfahren, wenn man so in der Literatur guckt, na, das ist auf wenigen Seiten erklärt. Aber die anderen 5 Kilo Papier beschäftigen sich dann damit, wie man das in der Realität denn umsetzt, wenn eben irgendwelche besonderen Spezialfälle vorliegen. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie verschiedene Kamerapositionen, wenn ich das jetzt messen will, und kriege hier irgend so die Position, bilde die intern ab und daraus bekomme ich dann eben hier die Position und die Richtung meiner Kamera jeweils und diese Position dieser ganzen Punkte. Und wenn ich eben zum Beispiel, das ist jetzt für nacheinander folgende Messungen, aber das Verfahren ist genauso, wenn ich zwei Kameras zum Beispiel auf einen gemeinsamen Träger setze, dann kann ich so Stereofotogrammetrie machen. Ich kalibriere dann quasi fest die Relativlage dieser beiden Kameras zueinander und kann dann einfach damit nur noch die Position von irgendwelchen Objekten mit so einem Marken relativ zu diesen Kameras messen. Ja, und das ist dann eine sehr nette Sache, und wenn man das ein bisschen optimiert, geht das dann auch wirklich schnell. Da kann man das quasi im Live-Bild die Positionen anzeigen lassen und so. Das ist eigentlich ziemlich interessante Sache. Ich komme aus der Messtechnik, ich bin da ein bisschen parteiisch, gebe ich ja zu. Und es ist eben wirklich sehr genau. Eigentlich das genaueste Verfahren, um diese ganzen Parameter zu bestimmen, wenn man es denn auch, wenn man denn so ein paar Randbedingungen einhält. Wie gesagt, je nachdem, man kann den Schwerpunkt so ein bisschen variieren von sehr schnell. Ja, dann sinkt ein bisschen die Genauigkeit, bis wirklich, dass man da so aus etwa, naja, 1-2 Meter Entfernung oder sowas in Größenordnung ein 100. Millimeter Genauigkeit für die Lagebestimmung hat. Also das geht, also alleine, ich gehe nochmal zurück hier, diese Genauigkeit, mit der hier die Lage von so einem Objekten, von so einem Ellipsen bestimmt wird im Bild, für eine, die liegt schon so etwa bei, naja, etwa 1/200 Pixel. Und wenn ich jetzt mehrere so eine Marken habe, dann trägt das eigentlich zur Stabilität, also zur erhöht sich die Genauigkeit noch, die man bekommt. Also das ist schon ziemlich gut. So im Amateurbereich wird die Genauigkeit eher durch die Kamera begrenzt, dass die einfach wackelt. Die wenigsten normalen Kameras, die sind gar nicht so stabil, selbst wenn man nichts dran bewegt. Ich rede gar nicht von, also Autofokus darf gar nicht sein. Einfach die Stabilität von einem Objektiv und den ganzen mechanischen Aufbau, der ist oftmals nicht ausreichend, um das dann bis zum Ende zu treiben. Aber also ansonsten ist die Genauigkeit da schon ziemlich faszinierend. Ja. Das ist so der Teil, mit dem ich mich ein bisschen beschäftige und wo ich jetzt eben auch hier so Markenerkennung für diese beiden Teile implementiert habe und auch diese Ausgleichssachen, Kamerakalibrierung und Anwendung auf so Einmessung von so Sachen. Da habe ich jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Falls da Interesse besteht, kann ich das mal so ein bisschen ausbauen. Ich muss es jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen dokumentieren und dann kann man das auch mal ein bisschen in einer vortragsgeeigneten Form rausziehen. Ja, das war schon soweit.